Ich hoffe, dass jetzt die, ich mache den ganzen Bildschirm weiß und mache dich somit komplett orientierungsunfähig, Probleme komplett jetzt behoben sein sollten. Würde mich zumindest sehr freuen. Zumindest laut Internet sollten jetzt die Probleme gelöst worden sein. Moin Leute und willkommen zurück zur Fallout 4 Caveman Challenge. Fallout 4 Caveman Challenge, nicht 4. Mensch, lern mal reden, du Spacko. Geh mal zur Schule. Okay, gut, wir sollen für Vater das Haus erreichen, das ominöse Haus. Und haben wir hier unten eigentlich noch was zu tun? Dr. Amari, Herr Travis, ja, ja. Benefi Farm, Mila. Arbeite mit. Ja, genau, das müssen wir sowieso noch machen. Mit Vater weiter zusammenarbeiten. Klar, das ist ja die Infiltrationstaktik, die wir schon seit längerem anstreben. Aber ich glaube, wir müssen eigentlich nur für Vater das Haus erkundschaften. Und ich würde sagen, beamen wir uns doch mal schnell darüber nach Grey Garden. Und ich habe eben schon eine kleine. Also eine Testaufnahme war es nicht. Ich bin eben kurz mal rausgelaufen hier aus dem Institut, habe geschaut, ob diese Feuchtigkeit, die das nämlich alles provoziert hat, diesen weißen Bildschirmglitch, ob die noch da ist, und sie ist nicht mehr da und deswegen auch nicht mehr dieser weiße Bildschirmglitch. Finde ich ganz gut. Zumindest eben in diesem Test rumgelaufen. Wenn das jetzt immer noch ist, dann habe ich ein großes Problem, denn habe ich keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ich hätte dann keine Ahnung, was ich machen sollte. Und genau... Entschuldigung, genau dieser Anblick eben hat mich richtig frustriert, aber das ist natürlich einfach nur das Weiße von dem Teleport, also kein Grund zur Sorge, alles so wie es gewollt ist. Und offensichtlich, na gut, es regnet auch momentan gerade nicht, deswegen können wir das natürlich dementsprechend nicht dokumentieren, ob dieser Glitch jetzt wirklich vorbei ist, aber was müssen wir hier nochmal machen? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr. Ah, stimmt, wir sollen die Minutemen ein bisschen zur Vernunft bringen. Nicht Vernunft, zur Vernunft, genau. Hallo. Was ist hier los? Oh, das ist eine unerwartete Überraschung. Wir könnten etwas Unterstützung gebrauchen. Diese Institutsschweine werden uns nicht entkommen. Sie müssen an uns vorbei, wenn sie da raus wollen. Wir wissen nicht genau, womit wir es zu tun haben. Aber es ist gut, dass du hier bist, um zu helfen. Wie hast du von der Sache gehört? Nun, es ist kompliziert, ja. Es ist so, wie so viele Beziehungen, es ist kompliziert. Ich weiß nicht, was hier los ist. Die Situation ist kompliziert. Oh, ich weiß ganz genau, was hier los ist. Diese Arschlöcher glauben, sie können jeden entführen, wann immer es ihnen passt. Aber heute nicht. Nicht solange wir hier sind. Also, wie willst du das angehen? Wir haben daran gedacht, sie rauszulocken, da sind sie leichter zu töten. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir den Laden vermutlich stürmen sollten, damit sie nicht verschwinden können. Klingt sinnvoll, oder? Also, willst du den Angriff anführen? Lieben gerne, mein Freund. Leck, leck, leck. Okay, dankeschön. Wunderschön leck hatten wir da gerade. Ich würde dich lieben gerne hier anführen. Ich habe nur irgendwie gerade das Gefühl, dass es jetzt so langsam Lebewohl heißt für die Minutemen. Zumindest für eine bestimmte Zeit. Haltet mal die Stellung. Deinen Leuten, sie sollen die Position halten. Ich gehe rein und mache mir ein Bild der Lage. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Sir, wir müssen sofort handeln, sonst riskieren wir nicht nur, dass sie verschwinden, sondern auch, dass sie einen der unseren mitnehmen. So ein Schicksal wünsche ich niemandem. Wirst du uns jetzt da reinführen, oder was? Es tut mir ja leid, aber... Diese ganze Sache ist nur ein Missverständnis. Das ist kein Missverständnis. Natürlich. Du willst einfach nur, dass wir tatenlos zusehen, während uns das Institut mit Füßen tritt. Warum bist du so gegen diese Sache? Du weißt schon, auf welcher Seite du stehst, oder? Na super. Warum tue ich mir das an? Ich weiß doch ganz genau, dass ich überhaupt nicht überreden kann. Warum klicke ich dann da drauf? Bist du sicher, dass du riskieren willst, dich bei der Sache zu täuschen? Ich habe genug davon, Sachen zu riskieren, Leben zu riskieren. Deshalb werde ich nicht zulassen, dass sie sich den Typen holen. Wenn du uns nicht helfen willst, dann verschwinde, bevor wir dich so wie einen von denen behandeln. Och nee, komm, wir müssen jetzt echt die Minutemen umbringen. Ja? Es... Ja, dass wir sie nicht überreden konnten, das war mir schon vorher klar, ehrlich gesagt. Naja. Ich glaube, ehrlich gesagt, uns bleibt nicht viel anderes übrig, oder? Es tut mir leid.
Es tut mir echt leid, aber... Hancock hat das gehasst. Ja, gut, tut mir ja leid. Mir gefällt das ja auch nicht, aber... Das war's? Das war scheiße. Aber wir mussten das ja machen. Ich meine... Ja. Ja, es ist... Das Problem ist, ich weiß momentan selbst nicht so recht, was ich hier tue. Es ist natürlich alles hier greater good und so, also alles für das große Ganze ist das schon nicht schlecht, was wir hier tun, aber ich weiß nicht. Das schmeckt mir überhaupt nicht, dass wir dafür so Unschuldige ermorden müssen und so. Ist überhaupt nicht so mein Stil, ehrlich gesagt. Und das nur, weil er nicht zur Seite treten wollte, das ist... Ich schätze mal, dieser Typ, der steht jetzt da drin, ne? Ja, war ja klar. Der Typ, den wir hier beschützen müssen, den vom Institut, oder die Leute vom Institut wahrscheinlich, die vielen, Synths und alle, die sie dazugehören. Ich weiß, ich fühle mich richtig schlecht gerade, das gefällt mir gar nicht. Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über den Kopf wächst. Ja, ist sie zum Glück überhaupt nicht. Wie ist denn das genau passiert? Ich bin nicht für Außeneinsätze geeignet, das habe ich immer wieder gesagt. Und sie haben mich trotzdem geschickt. Es gab keine Anzeichen dafür, dass Wallace jemanden kontaktiert hatte. Oder dass er wusste, dass wir ihn beobachten. Wenn ich das gewusst hätte, dann... Ich weiß nicht. Dann hätte ich vielleicht versucht, die Sache anders anzugehen. Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Warum hat er hier überhaupt so als... Ja, als so Monokel hat er ja so eine, wie heißt das? Das ist an den Mikroskopen immer dran, so eine Lupe, ja? Wieso hat er das? Mit verschiedenen Einstellgrößen. Das ist genau das Ding, was an so Mikroskopen immer dran ist. Ich meine, gut, er ist ein Wissenschaftler, aber ich meine, so im Außeneinsatz, da hilft ihm das auch nicht wirklich weiter, aber gut. Ehrlich gesagt, mein Freund, ich bin richtig pisst auf euch, ganz ehrlich. Nur euretwegen mussten die da draußen jetzt sterben. Nur weil ihr hier zu unfähig seid. Soweit ich das beurteilen kann, warst du der Einzige in Gefahr. Und das auch nur, weil du die Sache versaut hast. Hey, ich hatte die gleichen Berichte wie alle anderen auch. Niemand hat das vorausgesehen. Wir wollen keine Entschuldigungen hören. Wir sind hier, um deinen Mist auszubügeln. Also, raus damit. Ich weiß, dass sie ihn schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie schlau er ist und was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Genau, Phase 3. Ist es wirklich genau die gleiche Phase 3, die wir schon mal in Vault 81, von der wir da schon mal gehört haben? Ich gehe mal stark davon aus. Was hat dieser Wallace mit Phase 3 zu tun? Wallace ist, nun ja, brillant, den Berichten zufolge. Niemand im Commonwealth kann ihm scheinbar das Wasser reichen. Er ist wirklich begabt, was theoretische Physik angeht. Er wäre eine Bereicherung für das Institut und eine große Hilfe bei der Inbetriebnahme des Reaktors. Mit seiner Unterstützung könnten wir das Ganze deutlich beschleunigen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Er will nicht mit uns kommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich konnte dir da schon draußen eben nicht überzeugen. Wie soll ich denn jetzt jemanden überzeugen, mitgenommen zu werden, so von Aliens entführt zu werden? Na, wie stellst du dir das denn bitte vor? Ich hasse das Institut. Das ist das Schlimmste, der schlimmste Arbeitgeber, den ich jemals hatte. Gut, ich hätte jetzt auch noch nicht so viele, aber trotzdem. Das ist doch... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich tue das alles, ja, wie gesagt, für die Menschheit, ja, dass das Institut irgendwann nicht mehr vorhanden ist, dass die Leute hier in Frieden leben können. Aber wie viele Leichen wir schon hinter uns bringen mussten, um diesen Pfad hier zu bestreiten. Ich weiß nicht, ob das so wirklich das alles aufwiegen kann, ehrlich gesagt. Tipp, was ich sagen soll? Mach ihn nicht wütend. Erklär ihm, dass wir ihm nichts tun werden. Sein Leben würde bei uns sogar deutlich angenehmer. Das ist ein toller Tipp, mein Lieber. Ein super Tipp. Daumen hoch dafür. So, wenn...
Bisschen komisch ist für ihn, glaube ich, schon. Ich meine, erst sind so robotermäßige Leute zu ihm gekommen, mit so einem Laborkittel, jetzt kommt so ein Robocop zu ihm. Es ist, ja, was soll man sagen? Ach, da drüben ist er. Klemmt. Ach so. Wallace, ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von denen, oder? Ein Roboter? Ich bin kein Roboter. Ich werde dir nichts tun. Niemand hier wird das, okay? Wir sind nur zum Reden hier. Du wirst mir nicht die Organe klauen oder mich in den Weltraum schießen oder was auch immer ihr tut. Das lasse ich nicht zu. Ich habe all die Geschichten gehört. Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Der ist ein wenig kindisch. Was kann ich sagen, um dich davon zu überzeugen, dass wir dir nichts tun werden? Dass ihr verschwindet und nie wiederkommt. Das ist jetzt doof. Ja, Drohnen, das bringt gar nichts. Ich meine, das ist rot unterlegt. Ich meine, das wird niemals klappen. Das hat wahrscheinlich eine 2% Chance oder so, dass das durchkommt. Beruhig dich, würde auch nichts bringen, weil wir können halt nicht überzeugen. Wir haben einen Punkt Intelligenz, mehr nicht. Genau, wir sind hier, um dir deine Nieren und deine Erinnerungen zu klauen. Deshalb verschwende ich jetzt auch meine Zeit und rede durch eine Tür mit dir. Das ist nicht lustig. Das alles hier ist nicht lustig. Finde ich auch nicht. Aber du störst trotzdem. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Würde ich reden wollen, wäre ich nicht hier drin. Und jetzt verschwinde. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich kann nichts anderes machen, als ihm zu drohen. Gar keine gute Message. Wenn nichts mehr funktioniert, dann hau ihm einfach ins Gesicht. Das ist die Message, die gerade hier geliefert wird. Sehr gut, gut. Wenn du meinst, ich verstehe schon, warum das Spiel ab 18 ist. Halt die Klappe und hör mir zu. Wir wollen dir nichts tun. Aber wenn du Schwierigkeiten machst, wirst du das bereuen. Ich wusste es. Du bist hier, um mich zu töten. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Institut, hier ist Dr. Thompson. Es tut mir leid, ich brauche einen Synd an meine Koordinaten mit Offset 5.3. Wir müssen die Zielperson überwältigen. Ei! Ich bin dir für deine Hilfe mit der Situation da draußen dankbar, aber wir müssen diesen Mann zum Institut bringen. Ich schätze, Vater wird einen Bericht von dir wollen. Arbeite mit voller Kapazität. Armer Typ. So im Schicksal will... Ja. Ja, toll, super. Sprich mit Vater, yay. Ich mag diese Situation überhaupt nicht. Wir sind jetzt so der Lakai vom Institut einfach nur deswegen, damit wir dann irgendwann das Vertrauen von denen bekommen, damit wir das irgendwann, das ganze Institut zerstören können, ja. Wir machen uns zum Feind von jedem Einzelnen hier. Ich könnte kotzen, das ist echt schlimm. Gefällt mir überhaupt nicht. So, soll ich jetzt direkt zum Institut zurück? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht so recht. Was haben wir denn noch so auf der Agenda? Jetzt haben wir ja wieder mal eine Hauptstory gemacht. Dr. Amari, genau, stimmt. Dr. Amari, wann sollten wir da hin? Hat sie jetzt schon genug Zeit gehabt dafür? Wahrscheinlich nicht, sonst würde das wahrscheinlich schon wieder... Würde schon wahrscheinlich wieder was anderes stehen. 18 Uhr bei Travis, es ist 2 Uhr morgens gerade, das bringt also nicht viel. Newton Oberly, wo ist der denn? Ach, der ist auch im Institut, okay. Da hätten wir natürlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ja, gut. Alles klar, das müssen wir höchstwahrscheinlich machen, weil Dr. Amari braucht noch ein bisschen. Und beim Institut können wir auch noch erstmal diese Nebenquest machen, mit diesem Dr. Oberly reden. Oder Oberly. Das war ja für Strong. Ich habe keine Ahnung mehr, warum wir überhaupt deswegen mit ihm reden sollen. Aber er möchte, dass wir mit ihm reden. Und ja, das ist schön. Nur Phase 3 nochmal, um das klarzustellen. Habe ich da irgendwas verpasst? Oder wurde uns das wirklich noch nicht gesagt, was Phase 3 ist? Weil ich kann mich nicht mehr erinnern, was das gewesen sein könnte. So wie Sie Vater in die Welt gebracht haben, hat er uns in die Welt gebracht. Es klingt immer noch komisch, wenn unser Sohn Vater genannt wird. Ich komme da immer noch nicht so ganz drauf klar. Ist natürlich gewollt vom Spiel, dass man diese paradoxe Situation hat, aber trotzdem. Du bist der, mit dem ich reden soll. Es ist verdammt eigensinnig. Das ist es. Ja, das sage ich auch jedem, wenn ich den so auf der Straße sehe. Hallo. Was ist los? Dr. Hicks und Dr. Loken protestieren gegen deine Ernennung zu Vaters Nachfolger. Sie haben die Sicherheitssysteme der Abteilung Biowissenschaft übernommen und unsere Nahrungsmittelversorgung unterbrochen. Was? Sind die doof? Sie haben den Verstand verloren.
Nein, ihr Vertrauen. Ja, mit mir natürlich. Wenn ich jetzt mit die auch noch überzeugen muss, dann raste ich aus. Weil dann hätten wir den schlechtesten Part, den unerfolgreichsten Part aller Zeiten gehabt. Gibt es eine Möglichkeit, mit ihnen zu reden? Ja, die gibt es tatsächlich. Ich kann den Wartungstunnel zum Beobachtungsraum der Biowissenschaft öffnen. Von dort aus solltest du mit Hex und Logan sprechen können. Wenn sie nicht mit sich reden lassen, verschafft dir dieses Holoband Zugriff auf den Terminal im Beobachtungsraum. Das sollte dir ein paar Optionen geben. Aber versuch bitte erst mit ihnen zu reden. Gewalt ist das letzte Mittel. Och Mann. Warum? Wieso tue ich mir das an? Warte bitte einen Moment. So, offen. Gar nicht cool. Gar nicht cool. Wir werden hier nur hin und her geschickt und vorgeführt einfach vom Spiel. Wieso greift ihr mich an? Habe ich euch was getan? Ich denke nicht. Was ist euer Problem? Greifen die mich einfach an hier? Ist das... Der ist einfach so gestorben. Der arme Kerl ist einfach so gestorben. Ich wollte das nicht. Der hat nur gegen mich geschlagen und meine Präsenz hat ihn dann zugrunde gerichtet. Ich weiß, das ist passiert mir öfter. Aber was soll man machen, wenn man da einfach so eine grundlegende Aura besitzt? Hä, was ist denn los hier? Haben die... Die können nicht die ganze Anlage hier übernommen haben. Aber offensichtlich ist das der Fall. Da ist drüben schon wieder so ein Geschützchen. Zack. Dude. Wieso haben die Dinger überhaupt eine Grafikkarte? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Außer die brauchen die Grafikkarte, um die Kamera zu nutzen, die sie besitzen. Oder diese Bewegungserkennung. Aber das wäre ein bisschen komisch. Ist hier noch jemand, der Schläge will? Nee, okay. Ich hätte was gehört. Ist an den Wachen vorbeigekommen, hä? Beeindruckend. Wollen wir reden? Wenn du hier bist, um uns umzustimmen, verschwendest du nur deine Zeit. Ich möchte nicht darüber reden, aber... Ich probiere es mal anders. Ich weiß, ihr seid wütend. Aber wir können das anders regeln. Nein, du irrst dich. Das habe ich schon versucht. Viele Jahre habe ich vorgeschlagen, es anders zu machen. Aber mir hat nie jemand zugehört. Mal sehen, ob ihr mich jetzt immer noch ignorieren könnt. So ein Wutbürger ist das, ne? Ich verstehe schon. Findet ihr das nicht ein wenig eigensinnig? Ganz und gar nicht. Alles, was wir tun, ist zum Schutz des Instituts. Das ist wirklich ein besorgter Bürger. Nur, dass er das zum Schutz von Deutschland zu glauben vermag. Ja, irgendwie. Sagt mal... Letzte Chance. Wollt ihr eure Meinung wirklich nicht ändern? Es geht hier um weit mehr als nur um dich und mich. Ich beschütze viele Jahrzehnte Forschung und Fortschritt. Die Antwort lautet nein. Wir werden nicht nachgeben. Gut, dann Option 2 offensichtlich. Er hat deine undurchdringliche Verteidigung überwunden. Aber wenn er es so weit geschickt, können wir nicht rein? Reiß dich zusammen. Nee. Uns war das Risiko von Anfang an klar. Aber wir haben alles unter... Gut. Gucken wir uns erstmal die Notizen an. Unser Ehrengast ist eingetroffen. Okay. Ist ein bisschen komisch, das anzuklicken. Jetzt, da unser Ehrengast hier ist... Jetzt, da unser Ehrengast hier ist, möchte ich euch alle noch einmal daran erinnern, dass ihr höflich zuvorkommt und aufgeschlossen sein sollt. Wir bekommen nicht oft Besuch von der Oberwelt und dieser Fall ist noch einmal etwas ganz Besonderes. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass ihr alle unseren Gast in Freundschaft empfangen und euch als gute Gastgeber beweisen werdet. Freuen wir uns über dieses außergewöhnliche Ereignis, auf das wir einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Direktor Holdren. Netter Kerl, sehr, sehr netter Kerl. Energie... jetzt habe ich was anderes angeklickt. Moment. Energieeinsparung. Finde ich gut. Als die neuen Regelungen zum effizienten Energieverbrauch eingeführt wurden, war ich stolz darauf, wie gut wir die gesetzten Ziele erreicht haben, ohne dass die Produktivität nennenswert gelitten hätte. Es war eine große Herausforderung, die wir mit Bravour gemeistert haben. In letzter Zeit schleicht sich aber vermehrt sorgloses Verhalten ein. Viel zu oft finde ich Geräte und Licht eingeschaltet vor, wenn sie eigentlich ausgeschaltet sein sollten, und die Einstellung für die Klimatisierung wurde ohne meine Genehmigung verändert. Damn! Rufen wir uns daher alle noch einmal in Erinnerung, dass wir gemeinsam für das Wohl des Instituts arbeiten müssen. Schließlich ist das nicht nur unser Zuhause, es wird auch das Zuhause zukünftiger Generationen sein, die unsere Arbeit für eine bessere Zukunft fortführen. Direktor Holdren.
Also ich finde den Kerl ja nicht schlecht, zumindest alles, was halt nicht sozialer Natur ist, machen die auch super hier, muss man wirklich sagen. Aber die bräuchten vielleicht so ein paar Psychologen oder sowas hier, denn ja, das ist ziemlich, ja, komisch, was die hier so tun. Synthzoologie, der nächste Schritt. Na, klick drauf. Hallo? Ah, jetzt. Ich habe spannende Neuigkeiten für euch alle. Vater hat die nächste Phase meiner Synthzoologie-Initiative genehmigt und ich bin bereits dabei, einen Zeitplan für die erste Prototypenphase zu erstellen. Wie schon zuvor ist dies ein Projekt mit niedriger Priorität, aber falls jemand von euch etwas Freizeit sinnvoll verbringen möchte, seid ihr herzlich eingeladen mitzuarbeiten. Ich werde zunächst einige grundlegende Entscheidungen treffen müssen, unter anderem auch, welches Tier wir replizieren wollen. Ich muss euch sicher nicht sagen, wie sehr ich darauf brenne, mit dem Projekt anzufangen, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was angesichts unseres Fortschritts bei der Entwicklung von Synths hier möglich sein wird. Direktor Poldrin. Ich frage mich aber immer noch, wollen die einfach alles jetzt synthifizieren, also alles zu Synths machen? Das kam mir so bisher so ein bisschen vor. Boden-pH-Wert, das bringt uns das was? Mäßig alkalisch, neutral, mäßig sauer, ja, nichts Besonderes. Stark alkalisch, oh, gefährlich. Zugriffsprotokoll anzeigen. Klick drauf, so. Achso, hier können wir gar nichts machen. Schade. Okay, dann würde ich aber sagen, suchen wir uns das Terminal, was wir hier brauchen, beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für heute fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bye bye.